Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Outriders. Im letzten Part haben wir ja die Jagdmission zu Ende gebracht, die wir jetzt gerade noch in den alten Gebieten hatten. Heißt, da bekommen wir jetzt auch wieder neue Ausrüstung. Heißt, müssen wir dann die Untergrundbar und das alles abgeben. Wenn du den richtigen Schmuggler kennst, bekommst du heute. Na, geben wir zuerst die Bestie ab. Wie wär's mit was Neuem? Ich nenn's die Leberschleuder. Ich habe ein Trophäe für dich. Brustklaue. Macht der Asche. Ultimative Vorbild. Erhöht deine Rüstung für jeden Verbündeten. Was? Okay. Versteckte erste Hilfeset. Wenn du Munition sammelst du. Das ist ja nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Killshots auf Gegner, die von Asche betroffen sind. Während dann Anomaliekraft 20 Sekunden lang um 240. Kannst du viermal akkumulieren? Das Ding ist. Ich weiß gerade gar nicht, was hier gerade so gut ist. Vielleicht in die Schuhe. Gar nicht mal schlecht. Und da haben wir unser erstes Tier an der Wand. Du weißt, wo du mich finden. Ja, ich weiß, wo ich dich finden kann. Mit das gute Zeug. Dieses Ding wird so lange Raketen verschießen, bis sie dem ein Ende bereiten. Gesellen Sie sich zu mir? Es gibt etwas Geschäftliches zu bereden. Ja, ich habe ein paar von deinen Aufträgen. Ziel neutralisiert. Der Locher. Eisbrecher. Nee. Das verursacht einen Frosteffekt. Verlangsamung. Okay, nehmen wir den Eisbrecher. Immer ein Vergnügen. Man merkt schon, die Waffen machen jetzt schon ganz schön viel Schaden. Sturmpeitsche. Schüsse rufen Blitze auf einen Gegner herab. Okay, das hört sich nicht schlecht an. Essenz, die Schüsse stellen dein Leben wieder her. 20% des kritischen Schadens als Leben. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme die Waffe. Immer ein Vergnügen. Dann haben wir noch zwei Aufträge erledigt. Vortexkammer. Claimer haben wir schon. Steifung. Schüsse ein Verlangsamungseffekt. Vortexhammer. Das Nachladen einer Waffe verursacht einen Verlangsamungseffekt auf Gegner, die zuvor von dieser Waffe getroffen wurden. Und wenn sie nicht gewechselt. Okay, wenn sie nicht gewechselt wurde. Schaffen wir. Immer ein Vergnügen. Und den Holzkopf haben wir auch noch erledigt. Krematorium. Killschuss lösen eine Explosion aus. Anfälligkeit. Blutungseffekt hatten wir auch, glaube ich, noch gar nicht. Schneebel, das Nachladen von Waffen verursacht Frost bei Gegnern, die von dieser Waffe zuvor getroffen wurden. Nee, nehme ich lieber die Blutung. Immer ein Vergnügen. So. Haben wir auf jeden Fall einiges erhalten. So, ganz kurz schauen, was der noch im Shop hat.
Not. Ja. Nee. Also Shop-Sachen fange ich mir sowieso nichts an. Mein Osten mit Eisen und Leder. Was haben wir in unseren früheren Leben getan? Also im allgemeinen Moment. Haben wir jetzt Waffen, die sehr viel Schaden machen. Das darf man gar nicht mal so unterschätzen. Giftstrumpfpeitsche. Rüst du mal hier die aus. Gehe ich mal ganz kurz zu Sahidi. Oder Sahidi. Und werf ein paar von den Waffen wieder aus. Da wir ja die Effekte von denen haben wollen. Und wir die erhalten, wenn wir die zerlegen. Moment, bei den Schuhen muss ich aufpassen. Ich darf ihn nämlich nicht zerlegen, da die besser sind. Waffenmodifikation. Rang 2. Giftkugeln. Nee, nehme ich eigentlich lieber. Todesketten. Und Killshots. Nee. Claymore. Verlieren wir das, wenn wir das so machen? Aber schon. Was macht das nochmal? Frostbetroffene Gegner explodiert diese und hält. Ach, tot. Ist halt so viel Schaden in der Zwischenzeit. Aber ich verziehe mich auf das Umwahl. Wir auch mal nachschauen. Okay, wir haben die Blut noch gar nicht gehabt. Bluteffekte. Mach ich trotzdem so. Moment, was haben wir da? Verwundene Kugeln. Anfälligkeit. Möchte ich trotzdem so machen. Haben zwar die Anfälligkeit hier noch nicht, aber egal. Ist ja auch gerade egal. Schutzengel und erste Hilfe. Da brauche ich auf jeden Fall eine andere Modifikation. Ein weiteres Magazin. Auch immer, dass die Pestkugeln ein weiteres Magazin halten. Kann ich die eigentlich noch aufstufen? Ne, ist maximale Stufe. Okay, Stufe 21 ist gerade das Maximum. Bei der könnte ich die Seltenheit verbessern. Lebensvorrat stellt 200 Leben wieder her. Fürs Nachladen. Möchte ich eigentlich schon haben. Wir könnten es nochmal verbessern.
ich auch. Meines Gegners sind die Luft. Knochensplitze verursachen bei Gegnern im Umkreis von 5 Meter Blutung. Am Schaden 50% ihres verursachten Anomalie-Schaden auf bis zu 3 Gegner. Nee, noch mach ich das. Könnte ich sie noch aufstufen? Zumindest einmal. Dann sind wir eigentlich soweit fertig und können mit der Hauptstory weitermachen. Hat ja nur fast 3 Parts gedauert. Oder hat es 3 Parts gedauert? Ich bin mir gerade unsicher. Gehen wir mal in die Tremorzone. Haben wir ja ein paar Aufträge für. Die Streifen stammen sicher von den Raketen, die Udyo erwähnt hat. Ich kann ihnen bis zum Ursprung folgen. Okay. Sag mal, warum nimmst du Befehle von einem Menschen entgegen? Und ausgerechnet von Shira Goodman? Beantworte du mir lieber mal eine Frage. Bailey sagte, Seth jagt einen anderen Veränderten. Wen genau? Glaubst du, Seth weiht uns Sterbliche in seine göttlichen Pläne ein? Er hat angeboten, bei dem Angriff morgen die Führung zu übernehmen. Und dann ist er verschwunden. Irgendeine Privatfehde. Mir egal, solange mir einer von euch morgen den Sieg beschert. Bis später. Ja, ganz toll. Wo muss ich eigentlich hin? Ich bin schon wieder ein bisschen verpeilt. Okay, wir sind hier. Wir müssen hier hin. Was haben wir hier noch? Ein Herz aus Gold. Nee. Geh ich zuerst hier hin. Falsche Richtung. Gehe ich zuerst hier und mache die Nebenmission. Wie es scheint, ist diese Zone wohl nicht völlig verlassen. Verstrahlt. Trotzdem sind dort Plünderer und Rebellen unterwegs, um nach brauchbarem Schrott Ausschau zu halten. Oder auch Mutanten. Wir sind jetzt hier. Muss mal kurz die Mission reinmachen, sonst finde ich den Weg nicht. Toll.
Ich meine, mal. Ich hätte die Waffe gehabt. Sehr lange Nachladezeit. Das hätte mich fast getötet. Na gut, wir haben es irgendwie bestanden. Ja, ist nicht so toll, wenn die Waffe ewig zum Nachladen braucht. Ganz kurz hier schauen. Ja, schon wieder neue Sachen und auch wieder neue Ausrüstung hier. Hey Altamann, wie ist deine Tochter denn auf der falschen Seite der Grenze gelandet? Ich war gerade in Trenchtown, als die Rebellen die Front um Meilen verschoben haben. Theresa war auf der anderen Seite, erst Jahre später. Bin dabei. Ja, erst Jahre später. Okay. Habe ich zwar gerade den Dialog unterbrochen. Ich möchte gerade kurz was anderes schauen. Okay, da kommen wir zum alten Mann seiner Mission. Da kommen wir zu... Ist er wieder Haupttrainer? Monique. Da kommen wir zu Monique. Okay. Das ist das Gegenteil einer Willkommensfußmatte. Definitiv. Ich habe keine Lust mehr zu putzen, zu spülen, zu waschen und die Leichen rauszuschaffen. Und immer das viele Blut an den Klamotten. Glaubst du, das geht so einfach raus? Ich mach hier immer alles blitzblank und du trappelst rein voller Blut und Gedärm. Jemand muss doch auf dich aufpassen. Ach, ich bring die ganzen Arschlöcher da draußen rum. Die Füße küssen vor lauter Dankbarkeit. Ich hab dich aus dem verdammten Buch geholt. Da kann man ruhig mal Danke sagen. Wie oft habe ich für dich schon die Beine breit gemacht und nichts Fresse, davon gehabt? Hör auf zu meckern. Alles, was du kannst, ist meckern, meckern und mehr. Brauchst du vielleicht Hilfe? Was ist? Woher soll ich das wissen? Noch so eine veränderten Fresse. Als müsstest du mich retten. Halt! Wenn du näher kommst, mach ich dich fertig. Ja klar, zieh dir aber erst die Hose hoch, die dir an den scheiß Knöcheln hängt. Sobald ich das gemacht habe, lauf ich Amok. Ich sitze hier bloß rum und putze und du bist immer in Gib diesem mir einfach Ja, okay. Scheinbar braucht es keine Hilfe mehr. Ich weiß nicht, wer von den beiden mir mehr leid tut. Aber ich sollte wenigstens zu Lucy gehen und sie beruhigen. Ja. Nein. Lassen wir das mal. Gehen wir einfach wieder rum zu den anderen Aufträgen. Wir haben hier noch zwei. Einmal die vom alten Mann und einmal die von der Bestie. Machen wir zuerst die vom alten Mann. Ich glaube, die ist auch nicht so kompliziert. Ich denke, ich gerade schon eher mit irgendeinem Kampf gerechnet habe, statt mit einem Beziehungsstreit. Insofern man das überhaupt Beziehungsstreit nennen kann. Bleibt er, mir schmilzt gleich der verdammte Arsch weg. Klappe, der kommt schon.
Hat er gemerkt, dass die Briefe von dir sind? Halt die Klappe! Ich höre was. Ich soll dir das hier geben. Nur sind sie nicht echt, oder? Die Briefe seiner Tochter. Wie lange ist sie schon tot? Scheiße, er hat dich gehört, Idiot! Bring ihn um! Okay, jetzt bin ich sauer. Ganz toll. Das haben wir ganz gut geschafft. Dass ihm richtig aufgefallen ist, dass die Briefe nicht von seiner Tochter sind. Als ob man die Person jetzt schon länger nicht mehr gesehen hat, müsste man trotzdem irgendwie wissen, wie die Person schreibt, sag ich mal. Gerade wenn es um Familienmitglied geht. Mit dem Waffen. Ah, ich glaube, an die Waffen könnte ich mich gewöhnen. Habe ich auch beim letzten gesagt. Ah, na gut, dann ja auch die ganze Zeit neue Waffen finden. Ist halt leichter hergesagt. Müssen wir eigentlich haben. Zur Rede stellen. Was ich eigentlich dabei gedacht habe, die Briefe zu fälschen. Obwohl ich ja glaube, der alte Mann hat das schon zu NS im Verdacht. Zeigt sich der Gegner schon wieder nicht.
Okay. Und dann eliminieren wir sie mal. Ich fand immer die brutalste Wahrheit besser als die schönste Lüge. Und dann erfuhr ich vom Schicksal meiner Familie. Klar, es war Betrug und Diebstahl, aber ich habe ihm auch einen Gefallen getan. Hier, nimm. Der ist von ihr. Einer meiner Besseren. Okay. Sie wusste, wie man auf die Tränendrüse drückt. Was sag ich dem Alten bloß? Am besten nicht zu viel. Ich glaube, das würde er nicht verkraften. Naja. Allerdings, bevor hier es war zum Beginn, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nichts was wollt, könnt ihr gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Outriders wieder. Ciao.